Und damit willkommen zurück. Wie ich sehe, habt euch für den Blender-Weg entschieden, beziehungsweise wie ihr unten seht, wir nutzen UpBGE Version 0.3. Das macht uns im ersten Schritt den Import unserer erstellten Assets sehr viel leichter. Öffnen. Wie ihr seht, haben wir jetzt alle Objekte, die wir in Blender erstellt haben, direkt hier. Dank unserer ordentlichen Arbeit in Blender selbst haben wir auch die Ordnerstruktur, von der wir gleich profitieren können. Die Szene benennen wir allerdings um in Assets. Und legen gleich hier mal Gruppen an. Labor, Boden. Labor, Wand, lang und Labor, Wand, kurz. Dann erstellen wir eine neue Szene, die nennen wir einfach mal Labor, um die ganze Sache ein bisschen einfach zu gestalten. Und können jetzt über die Sammlungen unsere Assets hinzufügen. Wir nehmen das Labor. Natürlich nur den Boden. DX und 20. Labor Testumgebung, sortieren das alles hier rein. Und wenn wir es jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr sehen wollen, können wir es mit einem Klick anwählen, abwählen, fertig. So, die Frage, warum habe ich nicht gleich alles in Blender erstellt? Die zwei zusätzlichen Wände wäre kein großer Zusatzaufwand gewesen. Korrekt. Ich wollte sie aber gern als Asset haben, um sie später an jeder beliebigen Stelle wieder einsetzen zu können, und zwar so, wie ich das möchte. Also sprich, wenn ich später mich entscheide, das Labor soll doppelt so breit werden, dann kommt hier einfach der Boden nochmal dazu und die Wand wird auch einfach nochmal dahinter kopiert. So, jetzt möchte ich den Player haben, beziehungsweise vorher speichern wir alles natürlich nochmal, und zwar als eigenes File. Das heißt, Datei, speichern unter. So, jetzt holen wir unseren Player hinzu. Und verpassen ihm eine simple Bewegung. Dazu brauchen wir, wo haben wir sie? Viermal die Tastatur. Eins, zwei, 3, 4. Und natürlich 4 Bewegungsaktuatoren. B, S, A und D.
Schauen wir noch mal kurz nach. Y ist hier grün, ist positiv. Das heißt, W, Y-Achse, 0 Punkt 1. Es ist dann rückwärts, das haben wir verlinkt. Dann hätten wir noch A, das ist dann auf der X-Achse der Negativwert. Das heißt, für D hätten wir noch einen positiven X-Wert von 0,05. Jetzt bekommt das alles noch eine Kamera. Alt R. Steuerung 0. Gx so, Gy kleines bisschen über die Schulter schauen lassen. Und verbinden die ganze Sache. Gespeichert und mit P getestet. Beziehungsweise nein, Fehler meinerseits. Assets. Hier haben wir den Player. Steuerung C. Steuerung V. Den setzen wir jetzt einfach mal 1 nach vorn. Denn, ach, ihr werdet es gleich sehen. P. Natürlich müssen wir erstmal in die Kameraeinsicht gehen. Wir bewegen uns zwar nach vorn, links, rechts, aber unser Player bewegt sich nicht. Denn die Steuerung muss auf der vorderen Figur liegen und nicht auf der per Asset rüberkopierten Player-Figur. Das heißt, die ganze Geschichte nochmal, Tastatur, Tastatur. Jetzt schauen wir uns nochmal die Kamera an und wie wir sehen, unser Player läuft nach links, rechts, vor, zurück, genauso wie wir das gern hätten. Und die Kopie aus dem Asset-Ordner bewegt sich kein Stück. Allerdings haben wir mit der Asset-Option folgende Möglichkeit. Wir sagen hier einfach mal GZ, schieben den mal nach oben und parenten unser Asset an den oberen Magier und wie wir jetzt sehen, können wir ihn über diesen Weg durchaus bewegen. Also sprich, wir können unseren Player wie geplant aus der Asset-Szene holen, müssen aber einen Controller-Baustein in unserer Player-Szene benutzen. Mal sehen, für welche Variante wir uns später entscheiden, welche mehr Vor- und welche mehr Nachteile bringt.
Im nächsten Teil kümmern wir uns dann um Kollisionen, damit sowas nicht möglich ist. Wir werden hier auch noch ein paar Hindernisse einbauen, damit unser Player mal eine Rampe nach oben gehen kann, vielleicht auch mal springen kann. Und wir werden auch die Maus einfügen, um den Player bzw. die Kamera um den Player zu bewegen. Bis dahin.